Hallo zusammen, hier ist der Crunk Leaders oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffe, alles klar. Hoffentlich schöne Weihnachten gehabt, hoffentlich schöne Geschenke bekommen. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch ein bisschen genossen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Videos gepostet, was für eine Überraschung. Aber ja, Call of Duty gibt es jetzt mal fürs Erste gerade nicht, weil ich hier Just Cause am Spielen war in letzter Zeit. Ich habe es durchgezockt. Die, die es nicht können, man kann halt so ein bisschen Open-World-mässig auf diesen Insel rumziehen. Man kann das Zeug alles erobern, alles kennenlernen, ohne grosse Mission der Story zu folgen. Und so hatte ich dann einiges an Spass gehabt, die ganzen sammelbaren Sachen zu finden und auch einiges Cooles freizuschalten. Das Gute ist, dass man sich dann alles kann einfliegen in diesem Game. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie zum Beispiel ein Strups Flugzeug möchtet, könnt ihr euch das einfach mal kommen. Das wird dann hier per Düsen-Chat reingebracht. Geht dann so einen kleinen Container vom Himmel. Und plötzlich macht es dann Bang und dann steht der riesen Chat dort. Oder ein riesen Transportflüger. Es gibt sehr viele Fahrzeuge, aber eigentlich braucht man die gar nicht wahnsinnig, weil jeder Rico Rodriguez kann mit seinem Gleitschirm und dem Flughörnli-Anzug kann er ziemlich gäbig überall eigentlich durchschweben. Mal schnell schauen, ob wir das Ding doch starten können. Ich denke es nicht, aber mal zieht er es rein. Das ist geil. Ja, das ist so ziemlich der grösste Brummer im ganzen Game. Hat hier hinten eine riesen Ladeluke und kann man mit jensten Fahrzeugen ja, beladen. Das ist hier, wo ich vorhin schnell fälschlicherweise bei Ihnen reingestiegen. Ja, ja, whatever. Das Game hat noch ein bisschen Lampen so mit dem Online-Registrieren, obwohl es eigentlich gar kein Online-Game ist, bis auf ein paar Leaderboards. Und ganz am Anfang hat das Game, glaube ich, ziemliche Lampen gehabt. Jetzt auf dem PC auch. Der letzte Patch hat vor Performance noch ein bisschen etwas gebracht. Auf der Konsole haben sie auch einen Patch rausgebracht. Ich hoffe, dass dort die Ladezeiten etwas kürzer sind, weil zum Teil hat man dort scheinbar ganz, ganz strube Ladezeiten gehabt, wo man wirklich minutenlang gewartet hat. So, hüpfen wir hier mal raus. Das Geniale ist halt wirklich auch, dass man sich sehr frei auf der ganzen Welt kann bewegen kann. Das hat mich zum Teil so ein bisschen an das Far Cry 3 erinnert. Klar ist Far Cry End Ego-Perspektive. Aber ja, eben so die offene Inselwelt. Es gibt auch wunderschöne Gebiete, die man entdecken kann. Vielleicht nicht ganz so schön wie im Far Cry 3, aber doch auch coole Plätze. Sie haben sich auch ein paar Jokes überlegt. Und gerade die Zerstörung von der Feindbasis, von der Feindbasis oder einem Kontrollpunkt ist immer sehr interessant und auch explosiv gestaltet. Weil, ja, man kann einiges zerstören. Von den Sachen, die man dann selber eben besitzt oder auch die Städte, kann man leider nicht in die Luft gehen. Aber das ist schlussendlich gar nicht so tragisch, weil all die eben Kontrollposten wie jetzt hier, die man befreit hat, kann man dann auch mit einem einfachen Klick wieder vom Gegner bevölkern und dann kann man die neu erobern. Vielleicht mache ich das jetzt gerade schnell. Aber hier haben wir definitiv gang noch ein Problem. Das Game versucht sich dann immer wieder in diesen Online-Service einzuloggen. Und ja, außer Lampe bringt dem das eigentlich nichts. Darum ist es wirklich sehr schade. Es ist wieder mal eines von diesen Opfer-Games, wo ums Verrecken irgendwie immer muss online sein, um eben irgendwelche tollen Statistiken auszutauschen. Das kann es in meinen Augen nicht wirklich sein. Aber ja, wenn das der Hersteller so will. Whatever. Seht ihr hier, jetzt haben wir hier gerade mal einen Punkt. Wenn ich jetzt hier auswähle, kann ich hier Reopress wählen. Machen wir doch das gerade mal. Und dann kann ich euch gerade so ein bisschen Zerstörungswut von diesem Game zeigen. Jetzt seht ihr hier unten verschiedene... Ah, oh, come on, jetzt wird ich hier gerade richtig verarscht. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist schon gut, wenn man die Realität gerade mal sieht. Wenn man zu fest auf die Eier geht, gehe ich auch beim Steam in Offline-Modus. Und dann ist das Problem auch behoben. Also jetzt seht ihr hier die rot markierten Sachen. Die muss man alle in die Luft jagen, damit die Basis dann übernommen werden kann.
Und mit diesen Strauben Raketenwerfer und Sachen, die ich jetzt natürlich freigeschalten habe, ist es ziemlich easy, so etwas näher zu erobern. Und von den Effekten, Explosionen und so, es ist wirklich noch schön gemacht. Sie haben sich ziemlich Mühe gegeben, obwohl es eben sehr ähnlich ist wie der zweite Teil. Aber ja, mehr vom Gleichen ist im Fall von einem Just Cause eigentlich nicht so schlecht. Weil auch schon der zweite Teil ist eigentlich ziemlich cool gewesen. Mit der Freiheit, die man hatte. Und so funktioniert das dann eben, wenn man die Basis einnehmen möchte. Bei den grösseren gibt es natürlich ein bisschen mehr Gefeite. Und Missionen selber, die Story ist jetzt nicht wahnsinnig. Sie versuchen auch ein bisschen lustig zu sein und das gelingt nicht teilweise. Ja, ja. Nicht so tragisch, aber bei einem Just Cause geht es auch nicht unbedingt zum Story. Sondern wie gesagt, mehr um die Freiheit, um das Zeug, das man machen kann. Und dort haben wir eigentlich ganz einen schönen Baukasten, sogenanntes Sandbox-Game. Jetzt habe ich hier noch einen schönen Helikopter bekommen, weil ich alles eingesammelt habe. Vielleicht noch schnell den zeigen. Waffen mit ziemlicher Standardkost, alles zusammen so. Handgranaten, ein paar Schrotflinten, Sturmgewehr. Dann gibt es aber auch noch gewisse Granatenwerfer, Raketenwerfer, Multiraketenwerfer. Es gibt Mörser. Man kann einen Airstrike reinbordern. Also da ist wirklich einiges am Laufen. Alle Kriegsgeräte können Maschinengewehre und Raketen. Und so hat man, wenn man etwas muss zerstören muss, eigentlich sehr, sehr viele Optionen. Das Coole ist auch, dass man dann, das kann ich schnell noch zeigen, genau, steigen wir halt wieder aus dem schönen Heli. Mit dem Drahtseil, wo man sich auch entlang ziehen kann, nämlich aufziehen kann, Schwung holen kann, kann man auch mehrere Objekte miteinander verketten. Das muss man zum Teil in den Missionen sogar machen. Und teilweise ist es nur zum Spass, wenn man jetzt den Karren hier mal einfach an den Boden anmachen kann. Dann kann ich den hier herziehen. Und wenn man dann die zwei Kerne aneinander anmachen, dann werden die hier ein bisschen voneinander beeinflusst. Dann kann ich hier spaßeshalber noch ein paar von diesen Düsen montieren. Lieber hinten dran. Und wenn ich die dann aktiviere, dann gibt der hier ein bisschen Düsenschub. Fahrt einfach mal ins Ghetto raus und dort verrupft es dann. Weil die Düsen sind nichts anderes als C4, einfach gesagt. Und weil das Game schon noch ein bisschen auf Physik besteht, ja, bewegt sich auch mit Fahrzeug physikalisch einigermaßen korrekt, aber auch hier gibt es natürlich Sachen, wo man sagen muss, yeah, yeah. Aber das passt auch so, weil ich möchte ja auch ein Game spielen und nicht unbedingt einen Simulator, der alles ultra realistisch ist. Ja, yeah, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wenn wir uns vorher nicht hören. Ich kann das Just Cause 3 absolut empfehlen. Ist jetzt nicht ein Game, das man muss gespielt haben, aber wenn man Vorgänger geliebt hat, ist es eh keine Frage, finde ich. Wenn man so ein bisschen auf Open-World-Games steht, so ein bisschen tropisches Klima, Grafik eigentlich auch in Ordnung, ein bisschen Zerstörung will, ist man gar nicht so schlecht beraten. Ich habe jetzt etwa 43 Stunden gespielt, also es hat mich doch auch ein Zeitchen beschäftigt, habe es also wirklich auch nice gefunden, sonst hätte ich nicht so viel Zeit investiert. Ja. Mal schauen, was sonst noch rauskommt. Der Januar ist ja eher ein ruhiger Monat in Bezug aufs Game. Vielleicht mal noch The Witcher 3 durchspielen, wenn ich dazu komme. Weil ja, Zeit ist gängig das gleiche Thema. Macht's gut, schön zusammen.